Hallo und herzlich willkommen zu Part 23 von The Amazing Spider-Man Teil 2. Alle Officer der Taskforce! Aufgrund der erhöhten Gefahr durch den maskierten Namen Spider-Man haben wir die Freigabe, zu Phase 3 der Unterdrückungsinitiative überzugehen. Es wird keine Phase 4 geben. Jetzt endet es! Alle Einheiten. Ja. Achtung! Abtrünnige Taskforce-Elemente installieren unbekannte, möglicherweise gefährliche Geräte in bevölkerten Gebieten. Mit äußerster Vorsicht vorgehen. Wenn ich die Fronten nicht sofort finde, werden eine Menge Leute sterben. Verdächtiges Gerät in Midtown East. Alle Einheiten. Gebiet evakuieren. Anscheinend kann man hier in dem Spiel machen, was man will. Irgendwann wird man immer mal zur Bedrohungsstufe. Vielleicht auch, weil wir jetzt den Fisk angegriffen haben. Wahrscheinlich sogar. Taskforce kann mich mal. Wir müssen jetzt die Bomben holen. Drei Stück. Ah, das verdammte Netze. Ich muss wohl eine Zeit lang ohne Netze klarkommen. Was? Was ist das denn? Gott, ey, was ist denn hier? Das ist ja unglaublich. Wollen wir alle den Weg abschneiden? Ich muss doch die Bomben holen. Seid ihr denn narrisch? Ich habe noch Post. Wollen wir mal gucken, was das ist? Gucken wir jetzt mal nach. Nachrichten. J. Jonah Jameson Parker, ein alter Verbrecher namens Adrian Toomes, schmeißt den neuen Club The Wake. Ich kann ihm noch nichts Illegales nachweisen, aber das werde ich. Mach ein Bild vom Club, das ich verwenden kann, wenn ich ihn bloßstelle. Ja, das ist ja sowieso. Ich finde die Sachen immer gar nicht, die ich fotografieren soll. Jetzt geht meine Framerate wieder runter. Oh, es ist ein Graus mit dem Spiel. Es ist ein Graus. Ich sag's euch, der Vorgänger war schon ein bisschen smoother als das. Was ist hier jetzt los? Ist die Bombe? Netzschuss. Kann ich auf die Bombe schießen oder was? Ionennetz! Entweder gehörst du zu den Typen, die Bomben legen, oder du hältst mich von ihnen fern. So oder so, wir haben hier ein Problem. Die Typen sind verrückt geworden. Ich muss die Bomben stoppen. So. Das wird wehtun. So richtig. Ich lass mich gern dafür bezahlen, Punkspinning. Du nimmst das alles nicht ernst. Oder bist du wirklich so lahm? Oh Mann, ey. Meine Netzdüsen sind hinüber. Ah, scheiße. Ich krieg hier voll was ab. Mal sehen, wie du dich im Zweikampf schlägst. Tja, wärst du alleine, Junge. Hättest du keine Chance. Beeilung, Spidey. Ganz schön schwierig hier. Heißt Beeilung, die Bombe tickt noch. Jeder hält seine eigene Story. Aber komm, du kennst die Wahrheit. Das schaffe ich ja nie. Man kann die auch nicht mitnehmen, während man kämpft hier noch, oder? Netze, der letzte Schrei der Saison. Vor allem bei den bösen Jungs. Hier ist was für den Zusammenschnitt. Kann ich die nehmen? Nein. Ich lass mich gern dafür bezahlen. Wie wär's mit einer Dance Battle? Ich bin gleich eh nur. Die Bombe tickt, ich bin gleich tot. Super. Es läuft ja super, der Anfang. Komm schon. Streng dich richtig an. Die Bombe, die Bombe. Nee. Damn. Was mache ich denn falsch? Ich kann ja noch was kaufen. Mann. Das muss besser laufen. Das muss besser laufen. Wieso ist die Kamera so komisch eingestellt? So besser? Naja, geht so, ne?
Egal, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Das ist auch irgendwie nicht besser. Ich bin zu klein geworden, ich bin geschrumpft. Achtung, alle Officer der Taskforce. Aufgrund der erhöhten Gefahr durch den maskierten Namen Spider. Muss ich mir jetzt alles mal angucken, oder was? Man, haben wir die Freigabe zur Phase 3 der Unterdrückungsinitiative überzugehen. Es wird keine Phase 4 geben. Jetzt endet es. Muss ich echt mal wieder angucken. Wow. Das nervt aber ein bisschen. Ich darf nicht wegdrücken. Nee, Pause geht nicht. Alle Einheiten. Achtung, abtrünnige Taskforce-Elemente. Nachricht, was haben wir denn hier noch? Spider-Man. Die Taskforce, der ist alle Hemmungen gefallen, sind entschlossen, dich auszuschalten. Ich habe endlich einen Namen. Nun wohl mehr einen Titel, der Kingpin. Er hat korrupte Beamte der Taskforce in der Tasche und weist sie an, dir die Schuld für die Gewalt in die Schuhe zu schieben und dich dann zu erledigen. Ganz egal, wie sehr die Bürger von New York dich als Helden ansehen. Ich habe noch keine handfesten Beweise, aber ich arbeite daran. Bis dahin solltest du davon ausgehen, dass jeder in der Taskforce hinter dir her ist. Vertraue niemandem. Gut, Whitney. Irgendwie habe ich mir sowas schon gedacht. Wo sind denn jetzt die Ziele? Das ist hier die erste Bombe, ne? Sicherweise gefährliche Geräte in bevölkerten Gebieten. Mit äußerster Vorsicht vorgehen. Ja, blablabla. Die sind verrückt geworden. Ich muss die Bomben stoppen. Verdächtiges Gerät in Midtown East. Moment mal, wo ist der jetzt? Einheiten, oh Gebiet Gott, jetzt spinnt meine Anzeige hier völlig. Ja, das ist aber nicht die richtige Bombe. Karte. Ich muss zu einer anderen Bombe. Wo sind die denn? Da. So, jetzt haben wir es. Hat er da eben eine Markierung gesetzt, oder nicht? Das ist jetzt auch wieder... Oh nein. Oh. Durch. Das ist echt übel hier mit der Framerate. Das ist super übel. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich belaste meinen Rechner gerade mit nichts anderem. Nichtsdestotrotz passiert es trotzdem. Zentrale, sind Verbündete in meiner Reihe. Du bist ein dürrer Handling. Das wird eine harte Landung, Kumpel. Oh Mann, Leute, das ist ja echt krass hier. Meine Netzdüsen funktionieren nicht. Na, hier kommen wir auch nicht durch. Super, ich dachte, ich fliege einen Umweg, weil das vielleicht was bringt, aber die sind halt überall, diese Teile. Ja, und dass das hier so furchtbar aussieht, da kann ich nichts für. Irgendwie ist das zu viel Action hier für meinen Rechner, glaube ich. Er macht auch manchmal so behinderte Sachen. Menge Leute sterben. Er ist auf dem Weg irgendwohin, will man sich bestimmt nicht kopfüber. 800 Meter. Was ist denn das nächste jetzt? Oh, man kann sich echt nicht orientieren hier. So. Schlimm. Halten zum Überspringen. Stand doch gerade halten zum Überspringen, oder nicht? Keine Ahnung. Stupid! Worauf ist denn jetzt der Netzschuss bezogen? Das würde ich ja auch gerne mal wissen. Blöde Idee war. Ich verletze gern, Leute. Ich zeig's dir. Sind die halt gepanzert, ja? Ich will erklären, wie das Ionennetz funktioniert. Aber wen interessiert das schon? Sehen, wie du dich im Zwang. Du wirst weniger nervös sein, wenn du dir mich nackt vorstellst. Um ehrlich zu sein, tu das nicht. Sie
sieht das so nicht gleich viel attraktiver aus? Also ich denke mal, dass die halt wieder gepanzert sind. Deswegen muss man erst mit B auf die schießen, damit die Panzerung weggeht und sie holen links und dann kann man die auch verkloppen. Und dann dauert das auch nicht so lange, bis die kaputt sind. Das wird dir gefallen. Naja, zumindest mir. Oh, bitte nicht weinen. So, Finisher. Ich lasse auf keinen Fall zu, dass jemand Bomben in meiner Stadt zündet. Y. Oh, jetzt muss ich da wieder hin. Das gehört auf den Grund des Flusses. Super. Das ist echt nicht leicht, im Moment an Ziel zu kommen, wenn halt, wenn das so aussieht. Okay, Dynamit, jetzt darfst du. Das war knapp. Eine Hammer. Ich brauche den Bombenräumdienst zum Untersuchen eines angeblichen Sprengsatzes. Evakuierung läuft. Guck nochmal auf die Karte, welche die nächste ist, wobei mir erst letztens halt nicht angezeigt wurde, so richtig, wo ich hin muss. Weil die halt einfach generell markiert sind. Ich könnte halt den Comicladen markieren und mich so orientieren. Oh Mann, ey, die Taskforce, die alten Ratten. Ist doch nicht mehr weit, oder? Sollte jetzt nicht wirklich zum Comic-Laden, das wäre halt doof. Aber dahinter ist es irgendwie. Eine tolle Art, auf den Allerwertesten zu fallen. Weit ist nicht mehr. Die Netzdüsen sind leer. Da hinten ist ein Comic, aber das interessiert uns jetzt nicht. Ich kann die normale Taskforce nicht von den Abtrünnigen unterscheiden. Aber da sie mich alle jagen, ist das eigentlich auch egal. Richtig, Spider-Man. Bin verbündet. Vom Kämpfen gegen die bösen Jungs kriege ich immer noch Bauchkribbeln. Außer bei dir. So, da ist die Rüstung jetzt weg. Oh nein, ich hab doch nicht. Oh ja, ich hab. Kann ich? Ich muss schnell zum Fluss. Geil, ich dachte, ich muss die erst bekämpfen. Ist ja geil. Manchmal beeindrucke ich mich sogar selbst. Dann habe ich jetzt natürlich viel mehr Zeit. Super. Tada. Gerade noch geschafft. Und weg damit. Verdächtiges Gerät in Midtown East. Alle Einheiten. Gebiet evakuieren. Die letzte. Gut. Ja, wir gehen sowieso jetzt gerade die ganzen Nebenmissionen weg, aber Teufel ist mir jetzt da gezielt. Echt egal. Taskforce ist ja eh hinter uns her, also was soll der Dreck? 500 Meter. Das ist, wenn man sich schwingen kann, eigentlich nicht so weit. Komm, lauf hoch, Spidey, lauf hoch! Dann haben wir die letzte Bombe, wenn wir Glück haben. So, und wir sind um! Ihr seid entweder Abtrünnige oder Idioten. Wenn ihr nur blöd seid, entschuldige ich mich später. Bingo. Mal gucken, ob wir höher müssen. Oh, ich bin tot. Das ist nicht gut. Wo hat denn der jetzt gespeichert, die Pappnase? Der grüne Kobold. War der grüne Kobold nicht der Vater von Harry? Ich weiß es nicht mehr.
Na, Gott sei Dank. Das ist okay, weil er gespeichert hat. Mir gingen die Optionen aus. So, weiter geht's. Und ich wurde gerade wieder unsanft aus dem Spiel katapultiert. Ich weiß, ich hatte es auch gar nichts mit meinem Rechner zu tun, dass auch die Framerate dann so runtergeht, sondern mit Steam. Weil jetzt auch gerade wegen dem Steam-Update ich hier einfach rausgeflogen bin, also beziehungsweise auf den Desktop zurückgeschickt wurde. Ja, wir haben im Moment, das habe ich auch bei Among the Sleep schon mal erwähnt, sowohl der Smurlock als auch ich, was normal ist, wir haben halt denselben Rechner, wir haben im Moment echt Probleme mit Spielen von Steam. Das ist halt ein bisschen ärgerlich. Wer erwischt mich denn da? Ich bin doch noch gar nicht da. Hallo? Übertreibt es nicht mit dem Schwierigkeitsgrad, das kann ich euch sagen. Irgendwann hat man dann nämlich keinen Bock mehr. Muss ja wenigstens das Haus hochkommen. So, jetzt kommen die doofen Dinger. Entweder gehörst du zu den Typen, die Bomben legen, oder du hältst mich von ihnen fern. So oder so, wir haben hier ein Problem. Okay, warte. Ja, das ist natürlich super jetzt. Wo ist denn die Bombe? 45 Meter nach oben. 20 Meter, da ist sie jetzt. Okay, alles klar. Keine Zeit zu verlieren. Nimm die Bombe und mach dich um den Weg. Gehen wir schwimmen. Auch ich habe meine Grenzen. Das macht gerade voll keinen Spaß, ehrlich nicht. Diese Bombennummer ist total behindert. Und das ist auch einfach mit diesem... Man verliert ständig die Orientierung, wenn der halt sich beim Schießen oder wenn man RB drückt, um das Haus schneller hochzukommen, bei mir stellt er sich auf den Kopf und zieht nach oben und nach unten. Ich weiß nicht, ich finde es nicht so cool. So. Ich würde sagen, Leute, ich erspare euch jetzt mal den Weg da wieder hin und wenn ich das Haus erreicht habe, 51% ist abgeschlossen. Naja, wenn ich den Weg abgeschlossen habe und wir sind wieder auf dem Haus, wo die letzte Bombe liegt, dann geht's weiter mit Part 24. Bis dahin, ciao!